Nicht nur für ausgewachsene Wanderexperten ist der TT Wandercup ein Grund, immer wieder neue Gegenden zu erkunden. Mit den Familienrouten erleben auch die Jüngsten die Vorzüge der Tiroler Landschaft. Am Sonntag führen die Wanderungen nach Trinz. Also das Trinzer ist extrem familienfreundlich. Wir sind ja früher als das Familiendorf bekannt gewesen. Mittlerweile sind wir Bergsteigerdorf und bieten wirklich für jeden etwas. Also das ist, glaube ich, die Einmaligkeit, was das Gschnitztal hat. Du hast das flache Tal und dann noch die massiven Berge und die Felsen. Also wir haben für jeden etwas dabei. Und auch das Wetter spielt mit, strahlend blauer Himmel. Trotzdem wird es nie zu heiß. Das kommt nicht von ungefähr, weiß Bürgermeister Mario Nocker. Unsere Südhanglage mit unseren vielen Sonnenstunden, wir sind eines der sonnenreichsten Dörfer in Tirol, das alles zeichnet uns aus, natürlich hauptsächlich unsere schöne Natur. Dass der TT Wandercup die kleine Gemeinde bekannter macht, ist äußerst willkommen. Das ist sicher ein Vorteil. Man muss ganz ehrlich sagen, Swipptal ist ja manchmal ein bisschen negativ behaftet durch den ganzen Transit, durch den ganzen Verkehr. Aber wir können heute mal zeigen und beweisen, wie das Swipptal, vor allem seine Seitentäler, wie schön die sind. Da beteiligt sich auch die Arbeiterkammer gerne als Sponsor. Wichtig und richtig, weil wir natürlich als Arbeiterkammer an und für sich mit Beseitigung von Problemen beschäftigt sein. Und da kann man sich einmal gemeinsam treffen, kann eine Wanderung machen, kann sich zusammensitzen, miteinander reden und miteinander feiern. Das ist ganz entscheidend für Ihre Gesellschaft und das wollen wir unterstützen. Und dieses Gemeinsame, das zeigen auch die Trinser selbst rund um den Wandercup. Das gefällt mir ganz, ganz besonders. 9 Vereine, alle miteinander, haben es heute da geschafft, diese tolle Veranstaltung dort zu organisieren. Zeigt, dass ein Zusammenhalt in der Gemeinde da ist und das ist natürlich eines vom Wichtigsten für jeden Trinser und vor allem auch für den Bürgermeister. Da fühlen sich auch die jüngsten Teilnehmer des Wandercups gleich noch willkommener. Unter den Wanderern bilden sich schnell kleine Gruppen. Also es ist total lässig, dass immer wieder die gleichen Leute auch triffst, dass ein lässiges Rahmenprogramm ist, du hast schöne Touren, du hast für Familien, für Profis eigentlich alles dabei und einfach eine geniale Zeit. Nicht nur für Familien hat die Wanderroute in der Gemeinde ihre Reize. Die Experten sind im Moment nicht gefragt, um da die eine Familienroute machen. Und sogar wenn man vielleicht da oder dort eine Abkürzung nimmt, das Essen beim anschließenden Familienfest ist verdient. Musik von den Bergdiamanten, Herzglurt, Stubai Power, dem Chirgans-Duo Walpurga und Sexer Blas und viele Infostände runden das Programm ab. Der nächste TT Wandercup findet am 22. September in Lienz statt.